das Auto passend zur Fliege wählen? Nein, heute nicht. Weil ich es kann. Jeden Freitag im Eurojackpot. Immer 10 Millionen Euro und mehr. Jetzt auf eurojackpot.de und in deiner Lotto-Annahmestelle. Jetzt warm anziehen. Freitag rund 79 Millionen Euro im Jackpot. Spiele, gewinne beim Original. Lotto Thüringen. Herzlich willkommen bei Nonsenf, Ihrer Wochenrückschau im Regionalfernsehen. Herzlich willkommen in der Neuzeit. Zum einen, weil die Uhren jetzt wieder richtig ticken. Wir haben nämlich Winterzeit oder genau genommen sogar Normalzeit. Und zum anderen ist die Wahl nun gut eine Woche vorbei. Und immer noch wundern sich sehr viele, warum die Linke so ein Rekordergebnis erreicht hat. Die meisten haben doch Bodo Ramelow gewählt. Komisch. Aber schlimmer noch, die meisten, die AfD gewählt haben, wundern sich jetzt, warum der Höcke sich so freut. Auch komisch. Die allermeisten, die gewählt haben, die sagen sich allerdings, so, jetzt haben wir wieder 5 Jahre Ruhe. Na, mal sehen. Denn noch werden die Stimmen der FDP ja ausgewertet. Und die haben ja am Wahlabend gerade mal 5 Stimmen mehr als die 5%-Hürde gehabt. Dann wurden in Weimar aber 4 wieder abgezogen und dann wurde es unübersichtlich. Derzeit hat die FDP einen Saldo von plus 19 Stimmen, ist also besser geworden. Ja, und bei der SPD haben zu viele zu früh 3 Kreuze gemacht. Leider ungültig. Überhaupt haben sehr wenige ihr Kreuz bei den ehemals großen Volksparteien, bei SPD und bei CDU gemacht. Ich kann mir das nur so erklären. Nicht jeder mag Antiquitäten. 2 große Fragen bleiben jetzt allerdings offen. Erstens, was macht Mike Moring von der CDU nun mit den Linken? Da war ja laut eigener Aussage von keinesfalls reden bis manchmal drüber reden alles dabei. Und in der CDU gibt es aus der 2. Reihe dann auch die 2. große Frage. Sollten wir nicht doch mal mit der AfD spielen? Die Idee kam von Michael Heim ins Reich, Landtagsabgeordneter aus dem Kreis Schmalkalden-Meiningen. Naja, rechnerisch hat er recht, CDU plus AfD ist gleich Pöstchen für alle Beteiligten. Aber lieber Michael Heim, schau doch bitte mal nachts Kika. Niemand spielt mit Bernd dem Brot. Und die FDP, die will ja nun auch keinesfalls mit der Linken was machen. Gell, Thomas Kemmerich? Wir werden mit Herrn Ramelow nicht über ein Bündnis sprechen, über eine Koalition. Wenn er morgen ein Konzept vorlegt, den Schulausfall zu beenden, bin ich gerne bereit, über ein solches Konzept mit ihm zu sprechen. Wir müssen die Probleme des Landes lösen und jetzt nicht nur in Farblehren versuchen zu denken. Nicht alles, was arithmetisch möglich ist, ist politisch eine sinnvolle Konstellation. Noch ein letztes Wort zur Wahl, dann ist aber auch Schluss. Am Wahlsonntag hat die ARD spontan die Lindenstraße ausfallen lassen und das war ein Bohai, sag ich Ihnen. Bei Twitter machten sich dann die Zuschauer richtig Luft. Warum macht das Erste das jedes Mal so kurzfristig? Kommen die Wahlen immer so überraschend? Und ein anderer Twitter-User beschwert sich auch. Das war so klar, wieso kündigt man das von Seiten des Ersten nicht von vornherein so an? Kann mir doch keiner erzählen, dass man das erst jetzt entschieden hat. Es ist einfach dreist und respektlos, wie man mit der Lindenstraße umgeht. Mutter Beimer weinte. Beim Rückblick auf die revolutionäre technische Entwicklung des Jahres 1969 überstrahlt die Landung auf dem Mond vor 50 Jahren alle anderen Ereignisse, aber auch in den Herbst 69 fällt ein Geburtstag, der vielleicht sogar etwas wichtiger ist. Deswegen Happy Birthday Internet. Am Abend des 29. Oktober wurde in den USA die erste Internetverbindung hergestellt. Und schaut man sich die wirtschaftlichen und politischen Auswirkungen des Internets an, dann dürften diese wahrscheinlich noch größer ausgefallen sein als der Sieg der Amerikaner beim Wettlauf zum Mond. Das Internet, das hat sowas wie die AfD erst möglich gemacht, aber es hat auch gute Seiten. Mit chefkoch.de kann sogar ich kochen. Ja, und wenn Sie jetzt zu Hause dem Internet zum Geburtstag gratulieren wollen, zum 50., dann haben Sie jetzt kurz Zeit dazu. Und wie das geht, das wissen Sie sicher. Einfach herzlichen Glückwunsch googeln.
Das Auto passend zur Fliege wählen. Nein, heute nicht. Weil ich es kann. Jeden Freitag im Eurojackpot. Immer 10 Millionen Euro und mehr. Jetzt auf eurojackpot.de und in deiner Lottoannahmestelle. Jetzt warm anziehen. Freitag rund 79 Millionen Euro im Jackpot. Spiele, gewinne beim Original. Lotto Thüringen. Herzlich willkommen zurück bei Nonsenf, der Wochenrückschau im Thüringer Lokalfernsehen. Liebe Facebook-Nutzer, Obacht! Neue Nutzungsbedingungen, mit denen Sie sich alle einverstanden erklärt haben, sonst könnten Sie ja Facebook nicht mehr nutzen. Aber haben Sie die neuen Nutzungsbedingungen auch gelesen? Natürlich nicht. Deshalb jetzt Achtung, Facebook verbietet in seinen Nutzungsrichtlinien jetzt bestimmte Emojis, also diese kleinen Bildchen in Nachrichten oder in Kommentaren. Die Bildchen von Auberginen und Pfirsichen sind ab sofort tabu, wenn der Nutzer sie in einem sexuellen Kontext verwendet. Hält man sich nicht dran, kann das Konto gesperrt werden. Und gleiches gilt für die Tochterfirma von Facebook, für Instagram. In den Facebook-Gemeinschaftsstandards steht unter Punkt 3.14, dass explizite sexuelle Kontaktaufnahme über das soziale Netzwerk verboten ist. Als anzügliche Elemente werden da unter anderem üblicherweise sexuelle Emojis genannt. Zum Beispiel, wenn man sich mit jemandem verabredet und dabei das Auberginen-Emoji verwendet. Das ist ein sexueller Kontext. Es sei denn, da verabreden sich zwei Köche. Den Pfirsich darf man auch nicht mehr verwenden, wenn man Knackarsch meint. Den Pfirsich darf man nur dann verwenden, wenn man Pfirsich meint. Verstanden? Nicht. Also, nochmal ein Beispiel. Wenn man unter diesem Bild schreibt, du hast einen schönen Pfirsich, dann ist das jetzt verboten. Wenn man unter dieses Bild schreibt, du hast einen schönen Pfirsich, dann ist das erlaubt. Gut, wieder was gelernt. Und hier noch eine traurige Meldung aus dem Internet. Die Lochis machen Schluss. Naja, das ist jetzt eine Meldung, die ist für alle, die die Lochis kennen, nicht neu und für alle, die die Lochis nicht kennen, egal. Trotzdem lohnt es sich, da mal genauer hinzuschauen. Die Lochis, das sind nämlich Heiko und Roman Lochmann aus Südhessen. Die beiden Zwillingsbrüder drehen mit 12 Jahren ihr erstes YouTube-Video und werden zu Stars im Internet. Heute sind die beiden 20 Jahre alt und haben ausgesorgt. Schluss mit lustigen YouTube-Videos von den Lochis. Aber bevor sie aufhören, haben sie noch schnell ein Buch geschrieben und gehen damit auf Lesetour. Im Februar 2020 übrigens auch in der Alten Oper in Erfurt. Aber die Fans wissen das bestimmt schon. Steile Karriere, die die beiden da hingelegt haben, und alles hat angefangen mit einem Tutorial. So heißen Videos bei YouTube, in denen Dinge erklärt werden. Wenn man also Laminat verlegen will, kann man vorher ein Tutorial gucken und weiß dann, wie man Laminat verlegt. Sowas haben die Lochis auch gemacht. Das war ihr allererstes Video. Da waren die beiden 12 und sie haben ein Tutorial gemacht, wie man Milch in ein Glas einschenkt. Und hier sehen Sie, das Video hat über 820.000 Klicks und über 35.000 Likes. Das ist der Hammer. Und dieses Video hat die Familie Lochmann aus Südhessen, also die Zwillinge Roman und Heiko und auch noch Mama und Papa, über 8 Jahre lang ernährt. Unter anderem dieses Video. Und jetzt würde ich Ihnen das Video auch gerne zeigen, geht aber nicht, wegen Urheberrecht und so. Aber ich habe eine Idee. Wir machen ein Experiment. Ich mache genauso ein Video, genauso wie das von den Lochis vor 8 Jahren. Und das kann doch nicht so schwer sein, Milch einzuschenken, oder? Hallo Leute, ich zeige euch heute mal wie man Milch richtig einschenkt. Und dazu brauchen wir ein Glas hier, ganz normales Glas, und fettarme Milch. Ihr könnt aber auch jede andere Sorte Milch nehmen. Und dann müsst ihr zuerst hier oben das Ding hier aufdrehen, und zwar so rum. Wenn ihr andersrum dreht, da geht's nicht. Ne? Also so rum aufdrehen. Fuck, jetzt ist hier da muss man das ziehen hier oben.
super. Das mache ich nachher weg. Und dann ist die Milch auf. Dann könnt ihr die hier einschenken, ganz vorsichtig in das Glas einschenken. Super. Und dann hier wieder, aber jetzt andersrum, so rum zudrehen. Dann ist das fertig und ihr könnt die Milch also genießen. Ja. Psst, Katze. Das war's von mir und wenn es euch gefallen hat und ihr was gelernt habt, dann lasst doch ein Like da. So. Jetzt. Okay, soweit das Video, das so ähnlich ist wie das erste Video der Lochis. Und jetzt zurück zu unserem Experiment. Wenn so ein Video eine ganze Familie 8 Jahre lang ernähren konnte, dann will ich das auch. Deshalb steht jetzt mein Milcheinschenke-Video auch bei YouTube. Hier sehen Sie, Milcheinschenken, Fail, Nonsenf. Und jetzt kommen Sie zu Hause ins Spiel. Sie sind locker auch 800.000 Leute. Wenn jetzt jeder von Ihnen das Video bei YouTube nur ein einziges Mal anguckt, dann kann ich mir nächste Woche auch wieder was zu essen kaufen. Also gehen Sie zu YouTube, suchen Sie das Nonsenf-Milcheinschenken-Video und sehen Sie sich das gute Stück einfach mal an. Die Minute haben Sie Zeit. Es ist ein Tutorial, da lernt man also auch noch was dabei. Und wir treffen uns nächste Woche hier wieder und ich erzähle Ihnen, ob es geklappt hat. Wir schauen dann auch nach, ob es funktioniert hat nächste Woche. Ich freue mich drauf. Also bis nächste Woche. Ich hoffe, Sie freuen sich auch und bleiben Sie bis dahin bitte fröhlich. Das Auto passend zur Fliegewellen. Nein, heute nicht. Weil ich es kann. Jeden Freitag im Eurojackpot. Immer 10 Millionen Euro und mehr. Jetzt auf eurojackpot.de und in deiner Lottoannahmestelle. Jetzt warm anziehen. Freitag rund 79 Millionen Euro im Jackpot. Spiele, gewinne beim Original. Lotto Thüringen.